Die Stadt hatte die Decken von 34 Hallen von Gutachtern untersuchen lassen. Dabei war aufgefallen, dass in vielen Fällen die abgehängten Decken nicht fachgerecht befestigt waren. Heute starten die Schnakenbekämpfer der Kaps ihren Einsatz gegen Schnakenlarven. Zu Fuß und mit Hubschraubern werden die Larven der Waldschnaken mit speziellen Bakterien bekämpft. Außerdem wollen die Wissenschaftler untersuchen, ob sich der asiatische Tigermoskito hier verbreitet hat. Die Stechmücke kann Tropenkrankheiten übertragen. Von der Eifel her breiten sich dichte Wolken aus. Die Sonne zeigt sich bei Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad nur selten.